Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seit 2 Monaten sind wir jetzt schon aufgrund der Corona-Krise in einem Online-Betrieb und ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für das tolle Engagement, das Sie an den Tag gelegt haben bei der Umstellung der Lehre. Und wir haben diese Lehre, glaube ich, sehr erfolgreich umgesetzt und das wurde auch von den Studierenden so angenommen. Inzwischen sind wir auch auf dem Weg, dass wir einige Präsenzlehrveranstaltungen und Prüfungen anbieten können unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Unser Ziel, glaube ich, das werden wir gut erreichen, dass alle Studierenden ohne Nachteile dieses Studienjahr erfolgreich abschließen können. In den letzten Wochen haben wir auch uns erfolgreich weiterentwickelt. Die Aufnahmeverfahren sind gestartet, sodass wir hoffentlich in einen spannenden Herbst hineingehen, vielleicht doch mit Präsenzlehrveranstaltungen, aber wir werden uns auf alle Fälle auch auf Online-Prüfungen und Online-Lehre vorbereiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die letzte Zeit war durch intensive Anstrengungen, aber auch durch eine hohe Flexibilität ihrerseits gekennzeichnet. Wir können nachvollziehen, wie hohe Anstrengungen es bedurfte, das private Umfeld, aber auch die beruflichen Veränderungen zu verbinden. Leider fällt in dieser Zeit aber auch ein Verlust von vielen sozialen Kontakten. Besonders schade finde ich auch, dass die 25-Jahr-Feier, der FH-Lunch und auch unser Sommerfest dadurch ins Wasser fallen. Wir werden aber die 25 Jahre FH Joanneum auch mit einer Aktion 25 Jahre in 25 Tagen ab 9.6. gemeinsam virtuell feiern. Für den Herbst freuen wir uns, wenn wir in Präsenz Großteil des Unterrichts abhalten können. Genaueres werden wir wahrscheinlich erst im Laufe des Junis wissen. Aber ich glaube, was wir jetzt schon machen können, ist, das Beste aus beiden Welten für den Herbst mitzunehmen. Was hat in digitaler Form gut geklappt? Was ist in Präsenz optimal möglich? Wenn wir diese Flexibilität weiterführen können, so glauben wir, dass wir gestärkt nach den Sommermonaten im Herbst unsere Studierenden wieder hier an der FH Joanneum begrüßen können.